Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play. Und zwar das Spiel, auf das ich wirklich lange Zeit gewartet habe. Nämlich Watch Dogs. Willkommen zu Let's Play Watch Dogs. Ausgestrahlt und aufgenommen in Full HD. Und ja, echt gespannt, wie das jetzt hier... Okay, bin in der Lobby von Mello. Oh, na gut, Aiden. Sau gut, ey. Ich hack mich rein. Das ist so das Spiel für die reinen Informatiker. Das ist einfach nur... Das wird bestimmt richtig geil. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Oh oh. Es ist vorbei. Ach du Scheiße. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Oh, 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 oh. Also, der Hammer. Okay, das jetzt vielleicht nicht gerade. Scheiße, ich glaube, das war ja. Und nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Watch Dogs. Ein Spiel von Ubisoft. Und Gott, habe ich mich auf dieses Spiel gefreut. Ah! Ich habe mich richtig auf dieses Spiel gefreut. Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Oh, 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 oh. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Oh, Scheiße. Das war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Vergessen? Bitte! Oh. Wer gab den Befehl? Er hat
Wir haben Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Oh, töte mich doch. Erschießen Sie Maurice. Ja, soll ich das tun oder nicht? Ja. Erinnerst du dich jetzt? Oh, shit. Oh, geil. Oh, oh. Scheiße. Oh. Au. Fuck. Oh, die schönen Handschuhe. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Okay, Moment. Bevor ich das vergesse, erstmal muss ich die Steuerung ein bisschen anpassen. So. Ausempfindlichkeit ein bisschen höher. 65 ist eigentlich ein guter Wert, finde ich. Gut. Ja, das ist okay. So. Drücken und halten Sie Q zum Hacken. Ach, das war seine Nichte. Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Sobald sie dazu bereit sind. Ah ja, gut, wo ist Exit? Da ist Exit. Alles klar. Halt, was haben wir hier? Moment, Moment. Medizin. Getränkeautomat. Geil. Kann ich das aufnehmen? Hey, ich will die Dosen aufnehmen. Keine Dosen, toll. Dann halt nicht. So erreichen. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Na, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Ja. Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ach komm schon, Jordi. Chicago Police. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. So, drücken Sie V oder bewegen Sie. Ah, toll. Leer. Scheiße. Und jetzt? Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum? Wie kann ich dir die Waffe wegstecken? Um den Scheiß zu machen. Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des Maystays. Ah, sehr schön. Shift jetzt also sprinten. So typisch im GTA-Stil. Das ist gut. Roger, the polls now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. Leertaste ist sehr, sehr gut. Ey, die Steuerung lässt sich aber sehr gut. Das lässt sich sehr schön steuern. Das bekomme ich verdammt.
that's a foul ball. Wir können sie unerkennlich sehen. Roger's not falling for that one. Hang on. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Ah, sehr schön. Sonova pitches, that's a big hit! Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Da ist ein bekannter Viceroy in der Bit Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, gucken wir mal, ob wir jetzt reinkommen. Oh, okay. Zwischensequenz. Alter, ist das Spiegel. Nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Nutzen Sie einen Köder, um den Polizisten abzuwerfen. Ah! Halten Sie G gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. Okay. Schluck den Köder. Ups, hat er mich gesehen? Ah, nein. Weg, 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 renn doch! Gut. Erreicht. Hey Sie, Sir. Das ist ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Der verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Die... Okay. Alter, ist das cool. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rauschen. Diesen Trip wirst du lieben, Kumpel. Ich dachte, du wolltest den Löcher aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Und wie das weitergeht, meine Freunde, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen kurz gehalten, aber sowas muss man genießen. Also, macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Mal.